habe mit 15 angefangen, die Pille zu nehmen. Richtig killer. Also wirklich, macht das nicht, Leute. Das, also mittlerweile weiß ich, wie hart das den Körper wegkriegt. Ich habe halt damals mit 15, oh mein Gott, mit 15 die Pille genommen. Nicht, weil ich einen Freund hatte und bangen wollte, sondern weil ich so unfassbar starke Periode hatte. Meine Periode ging 15 Tage lang und jeden Tag war sie ultra stark, wirklich unfassbar stark und so schmerzhaft, dass ich nicht mehr mich bewegen konnte. Also es war wirklich einfach der absolute Albtraum und das habe ich dann so ein halbes Jahr mitgemacht. So oft in der Schule gefehlt, so viele Schmerztabletten geschluckt, weil es mir einfach so scheiße ging, wirklich richtig scheiße ging. Dass meine Mama immer meinte, ja, lass mal zum Frauenarzt und mal gucken. Und dann meinte er so, bist jung, das dauert wahrscheinlich, bis sich die Hormone einpendeln. Vielleicht wird es für den Rest des Lebens so schlimm sein. Nimm mal die Pille und wenn man die Pille nimmt, dann kann man quasi die durchnehmen, dass man seine Periode gar nicht mehr bekommt. Und dann habe ich die immer 3 Monate durchgenommen und habe dann meine Periode bekommen und dann wieder 3 Monate nicht die Periode und dann wieder blablabla, ich verstehe, wie ich meine, ne? Und durch die Pille ist meine Akne so gut geworden. Also da hat es irgendwie 2 Monate gedauert und ich hatte keinen Pickel mehr im Gesicht, nur noch mal so vereinzelt einen, so wie jetzt halt, ne? Also wenn ich dann meine Periode bekommen habe, war sie immer noch sehr schmerzhaft und sehr stark, aber nur noch halt 4 Tage lang, wie halt noch üblich mit der Pille und nicht so 15 Tage. Und ja. Deswegen, mittlerweile habe ich es nicht mehr so schlimm, mittlerweile geht es alles sehr viel besser. Ich nehme jetzt auch keine Pille mehr, ich nehme jetzt nur noch so ein Hormonstäbchen im Arm und das ist ganz gut. Das hilft so bei der Verhütung, hilft beim Hormonhaushalt und beim Periode ausgleichen und das ist ganz nice. Ist das nicht unverantwortlich vom Arzt? Ja, ist es. Voll. Also du kannst halt zwar auf 2 Weisen sehen. Also einerseits ist es mega dumm, so ultra früh die Pille zu nehmen. Andererseits, was willst du sonst machen, bis du 18 bist oder wann auch immer sich das einpendelt? Warten mit keine Pille nehmen und dafür irgendwie Hälfte des Monats deine Tage haben und einfach ultra krank einfach sterben. Das ist ja auch nicht so richtig. Wie lange halten diese Stäbchen? Boah, 3 Jahre? Lass mich nicht lügen. Ich glaube 3 Jahre. Hormonstäbchen, sowas höre ich zum ersten Mal. Ich wollte halt etwas haben, was halt meine Periode reguliert und was halt trotzdem beim Verhüten, also trotzdem verhütet und auch sicher verhütet. Und wollte halt weg von der Pille, weil ich nicht mehr jeden Tag die Pille nehmen wollte. Und das auch sehr viele Hormone sind, die du mit der Pille einnimmst. Und bin dann zum Frauenarzt und war so, hey, ich hätte gerne was anderes. Und dann meinte ich, oh, ich kann dir diese Hormonspirale empfehlen. Es kam eine neue Hormonspirale raus, die hat nur noch 20% so viele Hormone wie andere Hormonspiralen. Und das ist ja voll gut. Und lass uns die mal einsetzen. Und dann musst du nicht mehr jeden Tag irgendwas nehmen. Und das klappt so gut. Und ich war so, oh mein Gott, das klingt perfekt. Lass mich das für diese Hormonspirale für 200 Euro oder wie teuer die auch war, einfach einsetzen. Super gute Idee. Hormonspirale eingesetzt. Das waren die schlimmsten 8 Monate meines Lebens. Wirklich, legit, die schlimmsten 8 Monate meines Lebens. Ich kenne Leute, die kommen vor gut mit einer Spirale klar. Das war so schlimm für mich. Ich hatte seit dem Tag, wo ich die Spirale drin hatte, hatte ich jeden Tag meine Periode. Jeden Tag. Und meine Ärztin war immer so, das muss ich nur noch einpendeln bei dir. Das geht schon wieder weg. Statt die Schuld auf die Spirale zu schieben, hat dann die Ärztin mir irgendwelche Krankheiten andichten wollen, die ich dann angeblich habe. Und das habe ich wirklich ein halbes Jahr, 7 Monate mitgemacht. Und dann war ich so, okay, ich gehe nicht mehr zu dieser Ärztin. Das ist mir zu beschissen. Bin dann zu einem anderen Arzt gegangen und der war voll nice. Und meinte so, ja, liegt halt an der Spirale, ne? Also, ich kann dir gerne eine Sache geben. Das ist so eine Art Hormontherapie. Das ist jetzt nicht das Geilste, aber du kannst die jetzt nehmen. Das geht eine Woche lang, musst du jeden Tag 2 Tabletten nehmen. Und wenn es danach nicht besser ist, raus mit der Spirale, sonst wird es nicht besser. Die Hormontherapie genommen. Während der Hormontherapie war alles gut. Da hatte ich keine Periode mehr, keine Schmerzen mehr, nix. Kaum war die Hormontherapie durch, hat es wieder mega angefangen mit allen Schmerzen. Und der Arzt war so, ja, komm, scheiß drauf, oder? Lass sie rausziehen, das bringt ja nichts. Rausgezogen, alle Beschwerden waren direkt weg. Ich hatte, während ich die Spirale hatte, hatte ich Tennisballgroße Zysten. Wisst ihr, wie riesig das ist? Für Leute, die sich jetzt nicht so mit Gynäkologie und bla auskennen. Schaut mal, wie dünn ich bin. Ja, das ist meine Figur. Stellt euch mal vor, hier in diesem kleinen Bauch sind 2 Zysten oder eine, die so groß ist. Könnt ihr euch vorstellen, wie weh das tut?
Und das durchgehend. Und die Ärzte sind immer so, hat jetzt 11 cm Durchmesser, diese Zyste? Ja, wenn die platzt, also wenn du plötzlich unfassbar starke Schmerzen hast, dann direkt ins Krankenhaus. Aber wir warten mal ab, ne? Das liegt niemals an der Spirale. Ja, war sehr wack. Spirale rausgenommen, hatte ich irgendwie ein halbes Jahr erstmal nichts mehr, weil ich mir dachte, drauf, Alter. Ich habe keinen Bock mehr, weil A, ich habe eh keinen Freund. Wofür will ich eine Verhütung? Warum quäle ich mich mit einer Verhütungsmethode, wenn ich eh keinen Freund habe? Das ist so unnötig. B, keinen Bock mehr, um was auszuprobieren. Hab dann quasi ein halbes Jahr weder Spirale noch sonst irgendwas drin gehabt. Hatte dann aber das Problem, dass dann alte Sachen wiedergekommen sind. Also meine Periode war wieder 10, 11, 12 Tage lang. Sehr schmerzhaft, sehr stark, sehr scheiße. Ich habe unfassbar krasse Pickel bekommen. Ich habe ultra krassen Haarausfall bekommen. Aber unfassbar krassen Haarwuchs an Stellen, wo ich nicht gerne Haarwuchs haben wollte. Es war so richtig scheiße. Also wirklich scheiße in jeglicher Hinsicht. Dann dachte ich mir, okay, ich kann nicht mehr. Gehst du mal wieder zum Arzt, wird wieder Zeit, den Körper mit Hormonen vollzupumpen, weil anscheinend kann der nicht anders. Bin dann zum Arzt, also einer anderen Ärztin, und die war echt cool drauf. Und die meinte so, wenn du die und die und die Erfahrungen mit den Sachen hattest, mega wack, aber es gibt hier das Hormonstäbchen, das, was ich jetzt aktuell drin habe. Das ist anscheinend auch die sicherste Verhütungsmethode, die es gibt. Also mit dem besten Pearl-Index, glaube ich, ist das. Das Gute an dem Stäbchen ist, es kommt in den Arm, es bleibt da drin. Das ist ein Mini-OP, die du hast. Du wirst halt einmal hier am Arm betäubt. Du guckst weg, wenn du wie ich ein bisschen Angst davor hast. Dann spürst du nichts und guckst hin und hast dann einfach, also man hat keine Narbe davon oder so, man hat einfach hier, fühlt man auch ganz leicht. Halt so ein kleines Stäbchen drin und das verhütet. Bevor ich das reinbekommen habe, meinte die Ärztin, wir testen mal, ob du das verträgst. Hier, nimm mal dieses Pillenpräparat. Das war irgendeine spezielle Pille. Die meinte, wenn du diese Pille gut verträgst, nimm die mal so 2 Monate. Wenn es dir damit gut geht, dann wirst du auch das Stäbchen vertragen. Aber bevor wir dir das Stäbchen für 150 Euro oder so einsetzen, nimm jetzt mal diese Pille für 5 Euro. Und wenn das damit gut läuft, dann können wir das einsetzen. Ich habe nämlich keinen Bock mehr gehabt, jeden Tag Tabletten zu nehmen. Jemand sagt gerade, hattest du die Kupferspirale ausprobiert? Mir geht's bei dem Bums nicht um Verhütung, weil ich eh keinen Sex habe. Mir geht's darum, dass meine Periode nicht mehr so beschissen scheiße ist und dass ich nicht mehr die ganzen Nebenwirkungen habe, weil mein Körper keine Hormone kriegt. Und deswegen, Kupferspirale, meinte die Ärztin, macht halt die Periode, wenn überhaupt, schlimmer und stärker und schmerzhafter. Und ich muss sagen, gar keinen Bock, wirklich, hätte gar keinen Bock, nochmal eine Spirale zu kriegen. Nach der Hormonspirale, ich will nichts mehr, ich will nichts mehr in meine Gebärmutter einsetzen lassen. Es war so schmerzhaft, kein Bock drauf. Ich habe meine Periode, seit ich das Hormonstäbchen habe, nur noch so, also statt so 10 bis 12 Tage, nur noch so 3 Tage, manchmal 4 Tage, nur noch ultra wenig. Ich muss eigentlich fast nie Tampons oder Binden benutzen. Meistens reicht einfach nur eine Slip-Einlage. Es ist gar nicht mehr schmerzhaft. Mein Leben ist chill. Ich muss nicht jeden Tag irgendwas nehmen. Das hat für mich sehr gut funktioniert. Es gibt halt auch Leute, bei denen das jetzt, bei denen das nicht funktionieren würde, die dann Milliarden Nebenwirkungen kriegen. Also, als ich das frisch drin hatte, habe ich auch erstmal eine Zeit lang ein paar Pickel bekommen und so. Kann man nicht vermeiden. Ist oft so, wenn du eine Hormonumstellung hast, aber so nach 3, 4, 5 Monaten sind die Pickel auch weggegangen, weil der Körper sich halt dran gewöhnt hat. Dieses Hormonstäbchen hat halt auch die, wenn ich nicht lüge, hat, glaube ich, die geringste Hormonbelastung für den Körper. Und das ist halt sehr nice. Ich finde den Ring richtig super. Nee, Alter. Also, nee, Alter. Ich hätte halt gar keinen Bock. Also, so ein Ring musst du ja auch einmal die Woche, einmal alle 3 Wochen oder so austauschen. Ich habe halt keinen Bock, irgendwas zu machen, was ich die ganze Zeit ändern muss. Wo ich ständig zum Arzt muss, verschreiben, zur Apotheke, mega teuer hin und her. Ich will einfach eine Sache haben, die drin ist und wo ich mich erst in 3 Jahren wieder drum kümmern muss. Und das ist halt echt chillig damit, ne? Und ja, wenn es mal wirklich dazu kommt, dass du mit jemandem schläfst, dann bist du immer auf der sicheren Seite, weil du auch die Pille nicht vergessen kannst. Das Ding bei der Pille ist halt auch, like, wenn du Durchfall hast, wenn du dich übergibst, wenn du Magenprobleme hast, es gibt so viele Sachen, weswegen die nicht wirken kann. Wenn du sie an einem Tag vergessen hast oder zu spät genommen hast, dann kann es sein, dass die Wirkung nicht funktioniert. Bei der Pille kann so viel schief gehen. Ich hasse die Pille.